Ja, meine Damen und Herren, wir haben unsere erste Klausurtagung der FDP-Bundestagsfraktion am gestrigen und am heutigen Tag durchgeführt. In der Fraktion ist die Stimmung gut. Wir freuen uns auf die Aufnahme jetzt der parlamentarischen Arbeit in dieser Wahlperiode. Wir haben gestern unsere Ausschussbesetzungen entschieden. Das ist Ihnen bereits mitgeteilt worden. Das war ein natürlich sehr langwieriger Prozess. Die Kolleginnen und Kollegen haben fachliche Wünsche geäußert. Und wenn das 80 Mitglieder einer Fraktion machen, dann ist es natürlich eine Arbeit, ein Puzzlespiel, das unsere parlamentarischen Geschäftsführer in den letzten Wochen haben abschließen müssen. Es ging aber im großen Einvernehmen durch die Fraktion, gab also keine konfliktive Entscheidung, sondern im Konsens dann eine rasche Entscheidung. Im Zentrum unserer Klausurtagung stand die Strategie, die wir uns vorgenommen haben als Fraktion. Wir haben uns als Vorstand dagegen entschieden, ein fertiges Papier vorzulegen, sondern wir haben uns entschieden zu einem Prozess. Klar ist, und das haben wir heute nochmal für uns auch festgelegt, wir stehen zum Leitbild unserer freundschaftlich verbundenen Partei, auch als Fraktion. Wir sehen uns als eine progressive, individualistische, weltoffene Partei. Wir wollen den Fortschritt in Deutschland nicht aufhalten, sondern beschleunigen. Und wir wollen die Vielfalt des politischen Gesprächs anregen, auch dadurch, dass wir durchaus kantige Positionen beziehen. Also das Leitbild der FDP, das ist für uns als Fraktion auch verbindlich. Nach links oder nach rechts bewegen wir uns nicht. Wir wollen nach vorne. Und nun geht es um die Konkretisierung dieser Positionierung. Und dort werden die Arbeitskreise der FDP-Bundestagsfraktion jetzt einen Themenfahrplan entwickeln. Wir wissen über die Sondierungsergebnisse der potenziellen Großen Koalition, dass mehr oder weniger uns eine Zeit des Weiter-sos bevorsteht. Und wir möchten nicht durch Fundamentalopposition oder durch Polemik auffallen, sondern der Anspruch der FDP ist es, fachliche Avantgarde zu sein. Das heißt, wir wollen durch fachlich innovative Ideen auch die anderen Fraktionen hier im Haus in ein Gespräch verwickeln über die Zukunft Deutschlands. Ich mache es an Beispielen deutlich. Wir haben gesehen, die Große Koalition hat die Klimaziele relativiert. Wir als Freie Demokraten, wir möchten die Klimaziele realisieren. Dafür brauchen wir aber innovative marktwirtschaftliche Methoden, beispielsweise dadurch, dass CO2 einen Preis bekommt in allen Lebens- und Wirtschaftsbereichen, damit die Innovationsmaschine Marktwirtschaft genutzt werden kann. Das konkret auch für eine parlamentarische Diskussion aufzubereiten und hier vorzulegen, ist eine unserer Ideen. Wir haben den Sondierungspapieren der Großen Koalition entnommen, dass im Grunde nichts getan wird zur Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Und wir wollen konkrete Vorschläge einbringen, wie man die Wünsche der Menschen nach flexiblerem Leben verbinden kann mit der Notwendigkeit auch der Betriebe zu planen und der notwendigen sozialen Absicherung, die die Menschen wollen. Also über solche Initiativen wollen wir hier fachlich Profil gewinnen im Parlament, nicht durch plumpe Polemik. Gerade vor dem Hintergrund dessen, was war bei der Regierungsbildung, sehen wir unsere spezielle Aufgabe auch darin, aus einer fachlichen Konkretisierung heraus an einer neuen Konstellation für ein Erneuerungsprojekt in Deutschland zu arbeiten. Und jetzt bin ich bei Stefan Thomae, unserem stellvertretenden Vorsitzenden, der bei mir zu Ihnen oder mit mir zu Ihnen gekommen ist. Eines der Felder, wo wir auch einen Wählerauftrag spüren, ist die Einwanderungspolitik, die Flüchtlings-, die Zuwanderungspolitik nach Deutschland. Wir haben dafür geworben, dass Deutschland ein Land bleibt, das seiner humanitären Verpflichtung weiter gerecht wird, aber stärker Rücksicht nimmt auch auf das, was es an objektiven Möglichkeiten gibt, Menschen gerecht zu werden. Die
Möglichkeiten bei Arbeit, bei Bildung und auch beim Wohnen sind begrenzt. Also brauchen wir auch verlässliche Verfahren und klare Regeln für die Zuwanderung nach Deutschland. Verlässliche Verfahren und klare Regeln sind die Voraussetzung dafür, dass ein gefühlter Vertrauensverlust beim Staat nicht den Rechtspopulisten in die Hände spielt, die eben kein weltoffenes, tolerantes Deutschland wollen. Das muss in Maßnahmen übertragen werden. Gegenwärtig konkret anstehend ist die Regelung zum Familiennachzug. Und da hat mein Freund und Kollege Stefan Thomae für unsere Fraktion einen Gesetzentwurf erarbeitet, den wir jetzt in der Fraktion beschlossen haben. Stefan, vielleicht kannst du den bitte kurz vorstellen. Vielen Dank, Christian. Ihnen, meine Damen und Herren, ein fröhliches bayerisches Grüß Gott. Die Fraktion der Freien Demokraten im Bundestag hat heute einen Gesetzentwurf beraten zum Thema Familiennachzug. Ihnen wird bekannt sein, dass hier die Zeit etwas drängt. Worum geht es insgesamt? Unser Land gewährt Menschen, die in ihrer Heimat individuell persönlich verfolgt werden, aus religiösen, politischen, sexuellen Gründen, Asyl. Unser Land gewährt Menschen, die aus Kriegs- oder Bürgerkriegsländern zu uns kommen, Schutz hier während der Zeit, in der in ihrem Land Gewalt und Krieg und Bürgerkrieg herrscht. Und wir gewähren sogar Menschen die Möglichkeit, die bei uns Schutz genießen, ihre Familienangehörigen nachzuholen. Dazu sind wir nicht völkerrechtlich verpflichtet. Weder die UN-Kinderrechtskonvention noch die Europäische Familienzusammenführungsrichtlinie noch andere völkerrechtliche Verpflichtungen legen uns diese Pflicht auf. Wir tun es aber unter dem Gesichtspunkt des Artikels 6 Grundgesetz, weil wir der Auffassung sind, dass der Schutz der Familie es auch gebietet, dass Menschen, die hier, sei es auch nur temporären Schutz genießen und subsidiären Schutz genießen, Angehörige in bestimmten Fällen nachholen können. Unter dem Eindruck des großen Zustroms der Jahre 2015 und 2016 ist diese Möglichkeit aber im Aufenthaltsgesetz, dem Paragraphen 104 Absatz 13, eingeschränkt worden, für 2 Jahre ausgesetzt worden. Und diese 2 Jahre, das läuft am 16. März 2018, also in gut 8 Wochen aus, sodass sich der Gesetzgeber verpflichtet sieht, zu überlegen, wie es nach dem 16. März weitergehen soll. Und da haben Sie nun vernommen, dass die Sondierer der Union und der SPD sich überlegt haben, ein Kontingent einzuführen, dass also pro Monat 1.000 Angehörige nachziehen können. Diese Zahl, die uns gegriffen, willkürlich aus der Luft geholt erscheint, leuchtet uns nicht ein. Wir sind der Meinung, dass unser Land weiterhin die Linie verfolgen sollte, dass Angehörige nachgeholt werden können. Wir sehen aber hier die Notwendigkeit, Regeln einzuführen. Der Rechtsstaat muss auch Regeln geben. Ein ungezügelter, ungesteuerter Nachzug überfordert unser Land. Wir müssen an die Möglichkeit denken, in welchem Umfang, in welchem Maße wir auch nachziehenden Angehörigen die Möglichkeit und die Chance bieten, sie in unserem Land zu integrieren. Das heißt, wir müssen eine Form der Beschränkung finden. Zugleich sind die Freien Demokraten aber immer schon eine Partei der Humanität und der Menschenrechte gewesen, sodass wir davon nicht ablassen wollen, auch der Menschlichkeit Rechnung zu tragen. Und hier zwischen Möglichkeit und Menschlichkeit eine Balance zu finden, ein ausgewogenes Verhältnis zu finden, das ist unser Ansatz und deswegen beinhaltet unser Gesetzentwurf, den wir heute beraten und beschlossen haben, im Wesentlichen die Grundsätze, dass wir den Familiennachzug zwar auch wieder für weitere 2 Jahre aussetzen wollen, aber die Möglichkeit bieten wollen, Menschen in bestimmten Härtefällen, Menschen, die in der Lage sind, sich und auch ihre Angehörigen selbst zu versorgen, und Menschen, die sich hier bei uns gut integriert haben, ihre Angehörigen nachzuholen. Härtefall, warum? Das ist für uns eine Notwendigkeit aus dem Grundsatz der Menschenrechte und der Humanität. Menschen, die eine bestimmte Härte aufweisen, denen sollte die Möglichkeit gegeben werden, bei uns ihre Angehörigen nachzuholen oder nachzuziehen. Und Menschen, die sich selbst versorgen können oder die hier gut integriert sind, die vielleicht, und jetzt muss man den nächsten Schritt sehen, die unter dem von uns intendierten Einwanderungsgesetz, das wir arbeiten wollen und das kommen muss, die Möglichkeit hätten, hier bei uns im Land zu bleiben, wo jeder von uns sagen würde, warum soll man solche Menschen abschieben, die sich vielleicht bei sich im Dorf, im Fußballverein gut integriert haben oder die einen Arbeitsplatz haben, also Steuern bezahlen, warum sollten solche Menschen abgeschoben werden, die bei uns bleiben können sollen? Warum sollte man denen nicht auch die Möglichkeit geben, ihre Familien nachzuholen, um sich noch besser zu integrieren, weil wir sicher sind, dass Menschen, die sich selber bei uns gut integriert haben, auch ihren Familien, ihren Angehörigen ein gutes Vorbild sein werden und die Chance ist, dass sich auch die Angehörigen gut bei uns integrieren
werden. Und das ist der Grund, weshalb wir einen sehr differenzierten, ausgewogenen und ausbalancierten Gesetzentwurf heute vorgestellt und beschlossen haben. Ja, Stefan, ich danke dir. Ich sagte eben, die Positionierung der FDP ist die einer liberalen, individualistischen Partei. Und deshalb wollen wir auch die Einzelfälle sehen, wenn es um den Familiennachzug geht. Man kann unseren Gesetzentwurf so zusammenfassen: Kontingent für den Familiennachzug in den nächsten 2 Jahren nach unserer Überzeugung 0 statt 1000 wie bei der Großen Koalition. Aber im Härtefall können in einem Monat auch 1050 oder 1500 kommen, denn da zählt nicht das Kontingent, sondern die individuelle Betroffenheit. Und diejenigen, die qualifiziert sind nach einem modernen, an kanadischem Vorbild orientiertem Einwanderungsgesetz, die sollen die Spur wechseln können vom subsidiären Schutz als Flüchtling hin zur qualifizierten Einwanderung. Und insofern ist der Gesetzentwurf, den wir erarbeitet haben, der Vorgriff auf eine Einwanderungsgesetzgebung, wie wir sie uns wünschen, mit Punktesystem für die qualifizierte Einwanderung, der Differenzierung zwischen Asyl und vorübergehendem humanitären Schutz für Flüchtlinge und dann eben der vierten Kategorie Menschen, die kein dauerhaftes Aufenthaltsrecht bei uns haben und deshalb unser Land wieder verlassen müssen. Ja, soweit von uns und Nils, genau. Herr Mainz, ja, zu diesem Potenzial, womit rechnen Sie? Härtefälle hatten wir im letzten Jahr ungefähr 60 bis 70. Ist das das, was Ihnen vorschwebt? Oder sollen diese drei Kategorien nebeneinander stehen? Also nicht nur Härtefälle, sondern auch diejenigen, die sich selbst versorgen können und alle diejenigen, die gut entwickelt sind. Diejenigen, die eine Bleibeperspektive nach einem modernen Einwanderungsrecht haben, / hätten, spielen da überhaupt keine Rolle. Die sollen sozusagen aus dem subsidiären Schutz auch in eine andere Spur der Einwanderung wechseln können. Und was den Härtefall aus humanitären Gründen angeht, das ist ein Härtefall. Und dann weiß man, wie die Zahlen sind. In einem Monat 39, im nächsten Monat 2000. Da geht es um die Betroffenheit, nicht um die Verwaltungskategorie 1000. Das ist eine gegriffene Zahl. Und solche kollektiven, starren Festlegungen halten wir nicht für angemessen. Mhm. Ja, bei mir ist Volker Kronenberg, Politikwissenschaftler der Universität Bonn. Herr Kronenberg, schön, dass Sie bei uns sind. Wir haben den FDP-Parteichef Christian Lindner gerade gehört. Wo steht die FDP nach dem Jamaika aus? Sie befindet sich im Umfragetief. Hat Christian Lindner sich verkalkuliert mit seinem Ausstieg? So oder so ist es eine besondere Lage, in der sie sich befindet. Sie sortiert sich im Moment. Die Dinge sind ja auch noch gar nicht abschließend geklärt, wenn man jetzt sozusagen parallel sich die Debatte in der Sozialdemokratie anschaut und die Entscheidungsfindung, ist es ja nicht definitiv ausgeschlossen, dass es gegebenenfalls, und das hat ja Lindner vor Weihnachten, kurz vor Weihnachten auch konzidiert, doch nochmal zu Gesprächen käme. Aber also eine Neuauflage von Balkonien sozusagen oder Jamaika ist durchaus denkbar? Also zumindest hat er ja dieses strikte Nein, was er nach diesen vorsichtigen Andeutungen von Herrn Kubicki ja erst formuliert hatte, ja dann doch vor Weihnachten wieder relativiert. Scheitern diese Sondierungen, Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD, dann wäre eine neue Lage. Aber nehmen wir jetzt mal an, es käme zu einer großen Koalition. Die FDP richtet sich auf Opposition ein. Dann, Frau Dauster, ist es natürlich so, dass die FDP im Moment einen schweren Stand hat. Warum? Weil sie natürlich im Unterschied zu den anderen Oppositionsfraktionen bis auf Weiteres mit dem Vorwurf leben muss, alles, was ihr jetzt vorschlagt, hättet ihr ja in der Regierung in irgendeiner Weise entweder umsetzen können oder ihr hättet Entscheidungen auf diesen Politikfeldern, um die es euch jetzt hier geht, ja beeinflussen können. Das ist ein Vorwurf, mit dem muss die Partei umgehen. Das wissen Lindner, das weiß die Partei, das wissen die Strategen in der Fraktion. Insofern jetzt natürlich dieses Engagement, man will arbeiten, man will Vorschläge sozusagen vom Seitenrand aus initiieren, man will sozusagen diese möglichen Koalitionäre offensiv vor sich hertreiben, aber bei allem, was Christian Lindner jetzt medial, rhetorisch stark natürlich präsentiert, ist sozusagen doch diese Schwierigkeit, in der sich die Partei befindet, ist überall zu spüren. Und Sie haben das Umfragetief angesprochen, Sympathiewerte. Jeder weiß, Frau Dauster, das relativiert sich mit der Zeit auch wieder. Aber
Man hat hier natürlich doch etwas ganz Besonderes vollzogen mit diesem Nein nach quälenden Wochen, wo doch eine inhaltliche Einigung ganz offenbar kurz bevorstand, dass man dann gesagt hat, wir wollen eben nicht mitgestalten, wir gehen in die Opposition. Das heißt dann jetzt eben auch, dass man diese Entscheidungen jetzt nicht mit beeinflussen kann. Es ist was anderes, ob man sozusagen vom Spielfeld ran aus kommentiert und versucht sozusagen von außen zu agieren oder eben mitmacht. Und das unterscheidet die FDP jetzt von Fraktionen der Linkspartei, der Grünen und der AfD. Da muss die FDP ihre Rolle noch finden. Wie könnte diese Rolle aussehen? Christian Lindner hat ja gerade gesagt, man möchte eine innovative Oppositionspartei sein. Da stellt sich natürlich die Frage, wie innovativ man als Oppositionspartei überhaupt sein kann. Wir haben gerade über die Schwierigkeiten gesprochen, wirklich konkrete Politik zu beeinflussen als Oppositionsfraktion. Das ist im politischen Alltagsgeschäft sehr schwer. Aber die Strategie geht natürlich jetzt dahin, sich als innovative Kraft sozusagen zu präsentieren, als innovative, progressiv, das sind ja immer wieder die gleichen adjektivischen Umschreibungen, Alternative dann für einen Zeitpunkt X und natürlich dann jetzt diejenigen, die sich daran machen, diese Koalition zu bilden, sozusagen als Koalitionäre des Stillstands, des Verwaltens, des Status quo, auf jeden Fall nicht des Innovativen, des Neuen, des Progressiven darzustellen. Dieser Politikwechsel, für den die FDP angetreten ist und dann ja auch ein beachtliches Wahlergebnis eingefahren hat und den Wiedereinzug geschafft hat, der muss jetzt vertagt werden. Man will jetzt das Profil schärfen in der Opposition für den Zeitpunkt X, um dann unter anderen Bedingungen und dann vermutlich, darauf läuft ja ganz viel hinaus, in einer Nach-Merkel-Ära, wenn die Karten neu gemischt sind, dann gegebenenfalls wieder mitmachen zu wollen. Vielen Dank, Volker Kronenberg, für den Moment.